Der Fund ist echt ziemlich mysteriös. Eine antike Totenstadt, nicht nur eine Goldmaske, sondern auch 1000 Statuen und 40 Steinsärge hat ein Forschungsteam jetzt in Ägypten unterirdisch entdeckt. Eine antike Totenstadt also, die wohl unfassbar wichtige Einblicke in das Leben der alten Ägypter offenbaren wird. Alles zu den geheimnisvollen Funden jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Ja, wir haben ja schon öfter darüber berichtet, Ägypten hat schon jetzt wirklich unfassbare Kulturstätten zu bieten. Die Pyramiden von Gizeh, die Pharaonenstadt, das Grab von Tutanchamon und so weiter und so fort. Und es kommen immer mehr dazu. Jetzt wurde eine weitere sensationelle Entdeckung aus der Hochkultur des Landes veröffentlicht. 2500 Jahre alt ist sie wohl, die riesige Totenstadt, die jetzt im ägyptischen Minya entdeckt wurde. Die Ausgrabungen wurden schon im vergangenen Jahr in der historischen Stätte Tuna al-Gabal gestartet. Zitat: Das ist erst der Anfang einer neuen Entdeckung und ich glaube, wir brauchen mindestens 5 Jahre, um die Arbeit an der Nekropole zu beenden, sagt der ägyptische Minister Khaled al-Enani. Ja, das Forschungsteam verspricht sich durch diese Funde neue Einblicke in das Leben der alten Ägypter zu bekommen, denn neben dieser Entdeckung, die wohl aus der 26. Dynastie der alten Ägypter stammt, seien noch weitere Funde zu erwarten. Nach ihrem Glauben lebten die Verstorbenen nach ihrem Tod im Jenseits weiter und diese Nekropolen, also diese Totenstädte sind wirklich besonders mysteriös, denn solche ägyptischen Friedhöfe sind nicht nur einfache Grabanlagen, sondern Kultstätten, Totenstädte. Die Grabbauten waren als eine Art ewiger Aufenthaltsort gedacht. Glücklicherweise sind tatsächlich viele solcher Gräber der gehobenen Gesellschaftsschichten erhalten geblieben, beispielsweise Beamten oder Königsgräber. Ein sehr großes Gräberfeld, das sogenannte Theben-West, liegt gegenüber von Luxor. Das verantwortliche Ministerium in Ägypten hat bereits in den letzten Monaten einige spannende Entdeckungen verkündet, aber die jetzt veröffentlichten Ausgrabungsergebnisse von Minya sind wirklich der Hammer. Darunter sind beispielsweise mehrere Grabkammern von Priestern, die dem Gott Tod, also T-H-O-T geschrieben, zugehörig waren. Das ist der Gott des Mondes, der Schrift und des Lernens. Charakteristisch ist sein Vogelkopf. In einem der Gräber wurde die Mumie des Hohepriesters Herser Essay gefunden. Seine Überreste sind verziert mit Bronze. Zudem wurden zahlreiche Keramikfiguren entdeckt. 1000 davon etwa sind gut erhalten. Wenn man das so verfolgt, dann ist in Ägypten noch eine Menge zu entdecken und durch moderne Technologien kommen wir immer mehr Geheimnissen auf die Spur. Letztlich habe ich ja hier erst über die verborgene Kammer in der Cheops-Pyramide berichtet, oder Cheops-Pyramide. Sie war mit Hilfe von Myonen entdeckt worden und ein weiteres spannendes Ausgrabungsprojekt läuft gerade in der Grabkammer des Pharaos Tutanchamun im Tal der Könige. 1922 wurde diese Grabkammer entdeckt und jetzt sollen Radarmessungen feststellen, ob sich dort ein bislang unentdeckter Raum befindet, denn genau diese Vermutung haben die Forschungsteams. Es könnte vielleicht das Grab von Nofretete sein und das wäre dann wahrscheinlich eine der spektakulärsten Funde überhaupt. Ja, wenn ihr als erstes Neues dazu und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video vorab eben garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicks und mitmachen und mir Themen vorschlagen oder mit Abstimmung, bei Abstimmung mitbestimmen. Die WhatsApper haben zum Beispiel entschieden, dass ich mir meine Haare demnächst violett färben muss zur Feier der 2,5 Millionen Views im Monat. Der direkte Draht zu mir ist das, also einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der, genau, der Glocke vergessen. Hier geht's weiter mit dafür auch draufklicken. Ja, da geht's um die geheimnisvolle, neu entdeckte Kammer in der Cheops-Pyramide. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.